Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist länger her. Wir haben September und mein erster Bikeparkbesuch dieses Jahr. Das hat ein bisschen was mit meinem Berufswechsel und allem zu tun, Arbeitgeberwechsel. Ja, aber ich bin mal wieder am Biken und allerherrlichstes Wetter. Ich habe hier gerade eine windstille Ecke erwischt. Oben ist es richtig windig. Die hier schon waren, erkennen es. Ich bin in Willingen. Hier hat sich ein bisschen was getan. Hier wurde ein bisschen was verändert. Hier vorne ist eine neue Drop-Batterie gekommen. Und ja, einiges. Die Freeride-Strecke wurde umgebaut. Aber ich fühle mich erstmal am Anfang jetzt wieder wie ein Anfänger und muss dann erstmal sehen, was wieder klappt nach der Zeit und was nicht. Wie hat Angie mal so schön gesagt, altersbedingte Airtime-Panik. Langsam verstehe ich es. Also, wir sehen uns auf dem Trail. Hier ist Gegenwind. Ja. So, erstmal wieder ein bisschen einfahren. Gefühl für Kurven kriegen. Und fürs Fahrrad. So, hallo Freeride. Hier gibt es ja wieder verschiedene Varianten, die man fahren kann. Und wenn man sie dann auch noch richtig packt, dann wäre das schön. So, jetzt kommen hier wieder diese etwas steileren Sprünge. Mit Wallride. So, das war der erste Abschnitt. So, Freeride. So, jetzt nehmen wir mal die alternative Route. Über die Holzelemente hier. Über die Wurzeln. Thank you.
Ui, ui, ui. Geht's in den nächsten Abschnitt. Das ist der, wo hier ein bisschen was geändert worden ist. Polter, Polter. Sieht doch schon mal langsam. Bisschen besser aus. Und da sind wir wieder bei den steilen Sprüngen. Die mir nicht so liegen. So, jetzt kommt hier wieder so ein schönes. Ein Holz drauf. Gehen wir mal in den letzten Abschnitt. Hier hat sich, glaube ich, auch noch ein bisschen was geändert. Auch schon wieder ein Holzelement. Da hätte ich auch ein bisschen schneller für sein können. Und dann hatten wir ja noch da diese neuen Drops, die wir da hingesetzt hatten. Die machen echt Laune. Nicht so hoch. Ja. Das war der hohe Drop von den drei. Klappt doch. Der ist sowieso ganz easy. Was man von diesen komischen zwei Kurven dahinter nicht sagen kann. Die passen so gar nicht. So, Endurolein. Warten wir mal. Dumpel die Dumpel.
Aber voll verkackt. Und nochmal. Hey. Und direkt rein in den nächsten Abschnitt. Ist das anstrengend. Dann geht es jetzt noch in den letzten Abschnitt von der Enduro. So, das war der Enduro-Trail.
Ja. So, da sind wir am Ende von dem Video angekommen. Gibt einiges Neues in Willingen, hat auch richtig Spaß gemacht, endlich mal wieder im Bikepark zu fahren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar natürlich auch. Ich bin jetzt noch mal für einen Moment am Diemelsee und die starten gerade alle. Genieße das hier noch im Moment, das super Wetter. Ja. Also macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.